Jeden Monat, da kann ich die Uhr nachstellen, bekomme ich Minimum einen Pickel, der richtig dolle wehtut. Kennst du das? Ja, Leute, das ist tatsächlich die pure Realität. Jeden Monat bekomme ich irgendwo an meinem Körper einen blöden, miesen, ekligen Pickel. Und das meistens auch noch zu einem richtig ungünstigen Zeitpunkt. Und wenn du das kennst, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall ist es bei mir so, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Job habe oder vielleicht ein Video drehen will, dann bekomme ich irgendwo einen doofen Pickel. Glücklicherweise ist es aktuell so, dass es in der letzten Zeit eher irgendwo im Bart war. Somit konnte man den Pickel nicht unbedingt sehen, aber er war da und er tat richtig dolle weh. Und obwohl ich aus der Pubertät eigentlich altersmäßig zumindest schon lange raus bin, bekomme ich halt immer irgendwie wieder einen Pickel. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, warum ist das so? Warum bekommt man immer wieder einen Pickel? Deshalb habe ich recherchiert und fasse heute die Top 6 Gründe zusammen, warum man immer wieder einen Pickel bekommt. Und wenn du an dieser Stelle jemanden kennst, der gerade zum Beispiel einen Pickel hat oder grundsätzlich irgendwie ein bisschen Probleme hat mit Pickeln oder unreiner Haut, den kannst du an dieser Stelle jetzt schon mal das Video weiterleiten. Erster Grund: Du wäschst dein Gesicht nicht richtig. Ja, du hast richtig gehört. Der Knackpunkt bei ganz, ganz vielen Männern ist halt folgender, dass sie einfach ihr Gesicht nicht richtig waschen. Warum ich das weiß? Leute, ich bin auch ein Mann und ich weiß, wie die meisten Männer sich tatsächlich waschen. Die nehmen einfach ein bisschen Wasser und klatschen sich das Wasser durchs Gesicht. Das ist aber keine gründliche Gesichtsreinigung, sondern das ist einfach nur mit warmem Wasser abgewaschen. Mehr nicht. Wenn du wirklich deine Haut porentief reinigen möchtest, dann brauchst du als allererstes mal ein vernünftiges Waschgel bzw. ein vernünftiges Reinigungsgel für dein Gesicht. Und meine Empfehlung ist die Kombination aus einem Waschgel mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste. Heißt, das Gesicht bestenfalls nicht mit den Händen waschen, sondern mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste und einem Waschgel. Denn so stellst du auf jeden Fall sicher, dass deine Haut porentief gereinigt wird bis zur letzten Pore. Ich kann dir an dieser Stelle schon mal garantieren, dass du so deine Haut wesentlich sauberer bekommst, als wenn du zum Beispiel nur ein bisschen Wasser dir durchs Gesicht klatscht. Also Leute, nutzt die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Nutzt eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste und nutzt ein vernünftiges Waschgel. Ich verlinke euch ein paar passende Produkte unten in der Infobox und ich kann an dieser Stelle nur noch mal betonen, denkt dran, euer Gesicht ist das Erste, was man sieht, wenn man euch begegnet. Und deshalb solltet ihr auch auf jeden Fall da gut Acht drauf geben und euer Gesicht vernünftig pflegen. Zweiter Grund, du fasst dir immer wieder mit deinen Händen ins Gesicht. Und ja, Leute, wir kennen das, ja, man ist vielleicht gerade am Laptop am Arbeiten oder ist auf der Recherche für irgendwas oder man kommt einfach irgendwie ins Grübeln, ist mit seinen Gedanken gerade woanders und was macht man dann? Unterbewusst vielleicht sogar auch, dann fasst man einfach mit seinen Händen irgendwo in sein Gesicht rein. Oder man stützt vielleicht sein Gesicht auf seinen Händen ab. Oder man fasst sich zum Beispiel mit seinen Händen in den Bart rein, wenn man einen hat. Und dann grübelt man einfach so vor sich hin und man macht das Ganze meistens sogar unbewusst. Aber was dir auf jeden Fall bewusst werden sollte, ist, dass deine Hände ja alle möglichen Dinge im Laufe des Tages anfassen. Ja, du fasst zum Beispiel dein Fahrrad vielleicht an oder du fasst Türklinken an. Du bist zum Beispiel an der Tastatur am Tippen und überall sind Bakterien drauf und Dreck drauf und Schmutz. Und diesen Schmutz und diese Bakterien verteilst du dann in deinem Gesicht mit deinen Händen. Und das führt natürlich, du kannst es sicherlich denken, zu blöden Pickeln. Und ich weiß, das fällt am Anfang vielleicht schwer, weil es gerade auch unbewusst einfach abläuft, wenn man sich zum Beispiel mit seinen Händen ins Gesicht fasst. Aber jetzt weißt du mehr, jetzt hast du es im Hinterkopf und wirst du zukünftig nicht mehr mit den Händen ins Gesicht fassen. Dein Handy verursacht Pickel. Ja, du hast richtig gehört, der Korte spinnt nicht schon wieder, sondern dein Handy verursacht Pickel. Vielleicht hast du es schon mal gehört oder vielleicht schon mal gelesen. Auf einem Smartphone, also auf dem Display eines Smartphones, sind mehr Keime drauf als auf einer durchschnittlichen Klobrille. Und das ist Fakt. Das bedeutet, wenn du viel am Telefonieren bist, zum Beispiel aufgrund deines Berufes und dein Handy oftmals am Ohr hast und am Telefonieren bist, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass du an diesen Stellen Pickel bekommst, weil dort viele Keime lauern. Wenn du einfach nicht aufs Telefonieren verzichten kannst, zum Beispiel aufgrund deines Berufes und dein Handy einfach oft an deinem Gesicht ist bzw. an deinem Ohr ist, dann solltest du dein Handy auf jeden Fall regelmäßig desinfizieren. Einfach ein Mikrofasertuch nehmen, ein bisschen Desinfektionsspray drauf und einfach schön sauber machen die Displayoberfläche von deinem Smartphone, damit du nicht Gefahr läufst, dass dein Handy bzw. dein Smartphone die Ursache für deine Pickel ist. Und noch einfacher geht das Ganze eigentlich noch mit Headphones, wenn du zum Beispiel AirPods hast oder andere Kopfhörer. Die kannst du natürlich mittlerweile auch super zum Telefonieren nutzen. Ich mache das einfach nur noch. Also wenn mein Handy klingelt, dann schnappe ich mir direkt meine AirPods und nutze sie zum Telefonieren, weil es ist einfach wesentlich angenehmer zum Telefonieren und das funktioniert wirklich super gut und du läufst nicht Gefahr, dass du irgendwelche Keime an dein Gesicht verteilst. Ein vierter möglicher Grund, warum du immer wieder Pickel bekommst, ist, dass du deine Kopfkissenbezüge nicht regelmäßig wechselst.
Ja, Leute, wir brauchen unseren Schlaf. Ja, Schönheitsschlaf ist ein Muss, denn ohne Schlaf, ja, bekommen wir Augenringe und sind einfach unausgeruht. Aber reine Haut ist nur dann drin, wenn du auch auf sauberen Kissen schläfst. Denn über Nacht sammeln sich natürlich Schmutz, Schweiß und Ölrückstände auf deinem Kopfkissen. Und deshalb solltest du auf jeden Fall regelmäßig, bestenfalls sogar wöchentlich, deine Kopfkissenbezüge wechseln. Gerade dann, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr viel schwitzt über Nacht, das bin ich zum Beispiel, da ist es einfach Pflicht. Denn du möchtest ja nicht, dass deine schmutzigen Kopfkissenbezüge Grund dafür sind, warum du gerade schon wieder so einen fetten Vulkan auf der Stirn hast, oder? Der nächste mögliche Grund, warum du immer wieder Pickel bekommst, könnte möglicherweise sein, dass du falsche, zu reichhaltige oder zu viel Cremes verwendest. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, das sind ganz schön viele Punkte auf einmal. Als allererstes mal falsche Cremes. Es könnte natürlich sein, ja, dass du zu Hause bei deinem Papa abgeschaut hast, was der für eine Creme benutzt, und meistens ist es immer so ein blaues Döschen gewesen, da war eine weiße Creme drin, die hat der Papa verwendet. Da denkst du natürlich, okay, dann nehme ich die auch. Ist nicht immer das Richtige. Wenn du zum Beispiel sehr reichhaltige Cremes verwendest, wie zum Beispiel die Creme in dieser blauen Dose, und du selbst sehr ölige oder fettige Haut hast, dann kann das kontraproduktiv sein. Oder wenn du zum Beispiel denkst, du meinst es besonders gut mit deiner Haut und benutzt zum Beispiel besonders viele Cremes oder Seren, und dann kann es unter Umständen sein, dass du deine Poren einfach mit dieser zu vielen Pflege einfach verstopfst, und das ist ebenfalls kontraproduktiv. Und am Ende des Tages musst du natürlich auch Cremes verwenden, die passend zu deiner Haut sind. Heißt, du solltest erstmal herausfinden, was für ein Hauttyp du bist, und darauf basierend solltest du dann dementsprechend deine Hautpflegeprodukte auswählen. Wenn du deine Hautpflegeprodukte auswählst, dann achte auf jeden Fall darauf, dass zum Beispiel auf den Cremes draufsteht, nicht komedogen. Das bedeutet, dass diese Produkte einfach deine Poren nicht verstopfen, und somit bekommst du auch nicht so schnell Pickel. Wenn du aktuell noch nicht weißt, was du für einen Hauttyp hast, dann schau dir auf jeden Fall mal dieses Video dazu an. Ich habe dazu mal ein ganzes Video gemacht, wie du herausfinden kannst, welchen Hauttypen du hast. Sechster Grund, du drückst an deinen Pickeln herum. Und Leute, wir brauchen nicht darüber diskutieren, wie schwierig das ist, es nicht zu machen. Denn es ist so verlockend, gerade wenn der Pickel gerade reif ist, damit man ihn ausdrücken kann. Und das wäre doch so ein schönes Gefühl, wenn dieses Teil da weg ist. Und wenn man da drauf drückt, dann könnte es doch... Macht es lieber nicht. Macht es einfach nicht, denn die Gefahr ist wirklich groß, dass ihr einfach, wenn ihr so einen Pickel ausdrückt, einfach dort an dieser Stelle wieder einen Pickel bekommt. Denn wenn ihr möglicherweise irgendwelche Bakterien oder irgendwelchen Dreck an den Fingernägeln habt, dann kann es sein, dass dieser Dreck dementsprechend direkt wieder in euren Poren gelangt beim Ausdrücken, und dann bekommst du an dieser gleichen Stelle direkt wieder einen Pickel. Heißt, egal wie verlockend das ist, egal wie groß der Pickel ist, egal wie doll er wehtut, versuch nicht an diesen Pickeln herumzudrücken, und glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, deshalb macht es lieber nicht. Und Leute, denkt dran, das Quetschen, das Drücken kann natürlich auch zu ekligen, hässlichen Narben führen, die man dann tatsächlich fast ein ganzes Leben behält. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich hatte sehr starke Probleme mit Akne auf dem Rücken, und das ist gar nicht angenehm. Ich weiß, dass das tut teilweise auch super doll weh. Da möchte man diesen doofen Pickel einfach weghaben, aber tut euch und eurer Haut einen Gefallen, versucht einfach, die Hände davon zu lassen. Falls du gerade jemanden kennst, der irgendwo in seinem Gesicht einen Pickel hat, ja, oder der grundsätzlich Probleme hat mit unreiner Haut und Akne, dem kannst du dieses Video gerne weiterleiten, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Und jetzt wünsche ich euch da draußen allen einen richtig guten und pickelfreien Tag.